Ja, ich zeige dir heute, wie du Herbstblätter in eine Wachsschicht hüllen kannst, damit ein so schneeartiger, toller Effekt entsteht. Dazu brauchst du heißes Wasser, du brauchst Kerzenwachsflüssiger, da kannst du problemlos alte Kerzen schmelzen, und du brauchst einen Kübel mit kaltem Wasser. Ich habe jetzt da das Blatt angedrahtet und lege jetzt das Blatt hier in den Wachs rein. Ganz kurz nur, nehme es raus und tauche es dann ins kalte Wasserbad ein. Dieses kalte Wasserbad bewirkt, dass der Wachs sofort abtrocknet, und somit kann man nochmals ins Wachsbad eintauchen, das Blatt, und es entsteht dann ein viel wirkungsvolleren Effekt, als wenn man nur einmal das Blatt wachsen würde. Mache es dann noch ein wenig flach. Wenn ich immer wieder das Blatt ohne Abkühlen eintauchen würde, schmilzt der schon bestehende Wachs immer wieder weg. So habe ich aber die Möglichkeit, mit dem Abkühlen den Wachs immer wieder schön starr zu machen. Zum Lagern habe ich da einen Topf parat gemacht, und so kann ich diese Blätter prima lagern. Ich zeige es noch einmal. Reintauchen. Kurz abtropfen lassen, ins kalte Wasserbad eintauchen. Und jetzt beim ersten Mal ist der Effekt noch nicht so groß. Und dann kann man noch einmal der Effekt ist schon größer. Einige Wachsstücke, die hier im Wasser schwimmen, saugen auch ans Blatt an. Das finde ich aber toll. So habe ich ein tolles Herbstblatt in Wachs getaucht. Was auch noch zu sagen ist, die Temperatur vom Wachs ist entscheidend. Zu heißer Wachs ist nicht praktisch, weil so hast du eigentlich das Problem, dass der Wachs, den du schon angemacht hast am Blatt, der wird immer wieder wegschmelzen. Und jetzt habe ich wirklich eine ganz gute Temperatur erreicht, und das Blatt kann wirklich prima den Wachs aufsaugen, und es sieht dann wirklich toll aus. Ja, ich hoffe, es passt dir, was ich da gezeigt habe. Du hinterlässt ein Like und genießt den Herbst.